Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit der nächsten Folge von Narcissus, dem zweiten Teil oder dem Prequel oder Side Story von dem Hauptspiel. So ganz genau weiß ich das noch nicht. Und wir haben in der letzten Folge ja einige andere Charaktere kennengelernt. Himeko, die wahrscheinlich mehr oder weniger eine der Protagonistinnen, schätze ich mal, so von den Andeutungen sein wird in diesem Spiel hier. Und ihre beste Freundin Yuka. Oder scheinbar beste Freundin Yuka. Und die kleine Schwester, die, soweit ich mich jetzt entsinne, noch keinen Namen bekommen hat. Wir werden es auf jeden Fall erfahren. Und tja, ich glaube, das war jetzt hier gerade zu Beginn eines Kapitels oder des dritten Abschnitts vom Prolog, der auch kleine Schwester heißt. Ich schätze mal, da werden wir jetzt auch ein bisschen mehr von ihr erfahren. Und das Ich bin zu Hause hat auch, glaube ich, gerade die kleine Schwester von Himeko gesagt gehabt. Ich bin zu Hause. Ah, stimmt. Chihiro war der Name. Wie gesagt, ich bin immer schlecht mit Namen. Wenn es mir zwischenzeitlich mal entfällt, werde ich statt Chihiro im Zweifelsfall dann kleine Schwester immer mal sagen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Willkommen zu Hause. Und du bist heute spät, Chihiro. Du wirkst etwas niedergeschlagen. Moshikashite... Oh. Kommst du gerade zurück vom siebten Stock? Es war das dritte Mal von jemandem, für den ich zuständig war. Ich verstehe. Dann muss es in vielerlei Hinsicht hart gewesen sein. Der siebte Stock, das Krankenhaus-Hospiz. Hospiz, allgemein bekannt als die Palliativpflegestation. Keine typische Station, sondern eine für Patienten in ihrer finalen Krankheitsphase. Eine Station mit mentalem Beistand als Schwerpunkt. Für uns als Katholiken ist Freiwilligenarbeit ganz natürlich. Jeden Tag nach der Oberschule ging meine Schwester direkt zum Krankenhaus. In ihr sehe ich mich selbst, wie ich vor ein paar Jahren war. Hier, ich habe Kaffee gemacht. Danke. Sag, One-chan, du machst es nicht mehr? Es? Du meinst, ein Betreuer zu sein? Ja, gerade jetzt sind überall Krankenhäuser unterbesetzt und haben Schwierigkeiten. So. Ach so. Aber ich bin fertig damit. Im Gegensatz zu dir bin ich nur hingegangen, weil ich Universitätspunkte wollte. Jetzt sagst du sowas schon wieder. Das ist keine Lüge. Wie auch immer, ich mache mir mehr Sorgen um dich. Um mich? Ja, darüber, dass es kein Ort für jemanden wie dich ist. Nach diesen Worten wurde meine Schwester still. Aber es waren meine wahren Gefühle. Ich wusste von meinen eigenen Erfahrungen her, wie vergeblich oberflächliche Entschlossenheit war. Zumindest für ein gutes, liebes Mädchen wie Chihiro wusste ich, wie schmerzhaft es sein würde, ein Hospizbetreuer zu sein. Also, wie war es jetzt? Wie ist es? Ja, es war das erste Mal, dass ich im siebten Stock war. Deshalb bin ich daran noch nicht gewöhnt. Und für die Person, um die ich mich kümmern muss, ist es das dritte Mal. Es scheint nicht mehr lange zu dauern. So, ne. Donnani Newtain o kurikaishita to stemo, 4回目はないはずよ. Ja,
Denn egal wie oft sie entlassen werden und wiederkommen, es wird kein viertes Mal geben. Es war nichts, was das Krankenhaus öffentlich bekannt gab. Aber es ist doch selbstverständlich. Wenn du mit diesem Ort zu tun hast, erfährst du davon, ob es dir gefällt oder nicht. Ne, One-chan. Sag, One-chan. Kami-sama wa ittai nani o yatte iru n daro? Gott, ich frage mich, was er wohl tut. So, isogashii n deshou ne? Wer weiß, vielleicht ist er beschäftigt. Prolog Himeko 4. Sportwagen. Ein paar Tage später, nachdem die Hauptreparaturen am Yunos beendet waren, machten wir eine kleine Spritztour. Jotto, Himeko! So nani Speedo dasanai de yo! Ha, er läuft wirklich super! Hey, Himeko, fahr nicht so schnell! Zenzen anzen unten janai! Hä? Ich fahre doch total sicher! Anata wa sou kamoshirenai kedo, Pepper na atashi ni wa dokidoki mon nano yo, sono unten wa! Das mag zwar stimmen, aber einem theoretischen Fahrer wie mir bleibt bei diesem Fahrstil das Herz stehen. Ah, Roadster, Psycho! Ah, Sportwagen sind das Beste. De, kiki nasai yo, hito no hanashi yo. Hey, hör gefälligst zu. Sore to sa, nani yo, kono kuruma? Und hey, was ist mit dem Wagen überhaupt los? Doushita no? Wie was meinst du mit denn los? Nande yane ga nai no yo? Warum hat er kein Dach? Ja, datte souyu mon nan da mon. Nun ja, es ist wie es ist. Janai wa yo. Kaze de kami ga kushakusha ni natchatta desho? Nein, nicht wie es ist. Der Wind bringt dein Haar komplett durcheinander, oder etwa nicht? Obaka-san ne. Open no daigomi ga wakaranai nante. Du Trottel. Dass du die Freuden eines offenen Dachs nicht verstehst. Solche Freuden braucht ein junges Mädchen nicht. Oh, dabei habe ich eine Stunde gebraucht, um es so hinzukriegen. Die Sonne stand noch hoch und der Yunos fuhr unter dem erfrischend kühlen Himmel, kurz vor der Regensaison. Kurz nachdem wir eine lange Bergstraße verließen, erstreckte sich vor uns das tiefblaue Meer. Die Strandstraße setzte sich endlos fort. Aus der Nähe hörte man das Brechen der Wellen und die Schreie der Seemöwen. Es gab sogar Phönixpalmen, die vor den Strandhäusern gepflanzt wurden. Sie alle waren groß. Es fühlte sich wie ein Besuch der südlichen Länder an. So, warum machen wir nicht eine kleine Pause? Okay. Hi, Kankohi. Hier, ein Dosenkaffee. Arigato. Oh, danke. Als ob sie gerade aus dem Bad gekommen wäre, hatte Yuka ihre Hand auf ihre Hüfte und trank den Kaffee in einem Zug aus. Sie war immer in Rüschen gehüllt, doch was selten zum Vorschein kam, war ihre wahre Persönlichkeit. Und dann liefen wir mit den Kaffeedosen in unserer Hand dem vor uns liegenden Strand entgegen. Das ist ein wunderschöner Ort, nicht wahr? Ja, die salzige Luft fühlt sich gut an und es ist niemand in der Nähe. Himeko, es ist erstaunlich, dass du so einen Ort kennst. Obwohl ich keine Ahnung habe, wo wir sind. Hi? Wie bitte? Ja. Kotoba no tori nan da kedo. Nein, genauso wie ich es gesagt habe. Chotto machi nasai. Wart mal kurz. Doushite unten shite ta anata ga shiranai no yo? Warum hast du diejenige, die fährt, keine Ahnung? Ja, also, 適当に走ってたら
Sagen wir so, ich bin da lang gefahren, wo es sich richtig anfühlte, und dann sind wir durch Zufall hier gelandet. Also, soll das heißen, die ganze Zeit bist du also immer der Nase nachgefahren? Nun ja, so ungefähr. Ich fass es nicht. Und ich bin darüber besorgt, ob wir überhaupt in der Lage sind, wieder zurückzukommen. Aber die Tatsache, dass wir den ganzen Tag durch die Gegend gefahren sind, lässt mich daran stark zweifeln. Aber wir werden das schon schaffen. Wahrscheinlich. Wir breiteten ein paar Zeitungen über den Strand aus und begannen mit unserem Mittagessen, welches wir auf dem Weg hierhin in einem Supermarkt gekauft hatten. Um ehrlich zu sein, unser eigenes Mittagessen mitzubringen hätte besser gepasst. Aber unsere beiden besten Gerichte, hartgekochte Eier, lassen sich nicht wirklich als extravagant bezeichnen. Zumindest hätten wir ein Tuch mitbringen sollen. Aber weißt du, Himeko? Was denn? Navi ga nai nara, semete chizu kurai mochinasai yo ne? Wenn du kein Navigationssystem hast, hättest du zumindest eine Karte mitnehmen können. Demo na, kono kimama na kanji mo suki nano yo ne? Aber weißt du, ich mag dieses Gefühl der Sorglosigkeit. Ja, semete sono kakkou wa yame nasai yo. Okay, aber hör bitte damit auf, sowas zu tragen. Nande yo? Watashi sagyofuku suki nano ni. Hä? Aber wieso? Ich mag diese Arbeitsklamotten. Dame. Tonari no watashi mo nanka hazukashii kara. Nein. Weil so neben dir zu sitzen extrem peinlich ist. Aber es ist praktisch, weißt du? Anstatt praktisch zu sein, sollte es lieber gut aussehen. Während wir plauderten, aßen wir beide weiter unser Mittagessen. Die Kiefern wiegten sich in der Salzbrise und die großen Phönixpalmen standen aufrecht. Gelegentlich kam eine Möwe nahe. Wenngleich es ein vollkommen perfekter Ort war. Wie soll ich sagen? Das Bild der Zeitungsmatten, Yukas Rüschenkleid, mein Overall, alles war so fehl am Platz, dass es einfach lächerlich war. Sag, wollen wir nächste Woche wieder hierher kommen? Ja, jo. Nein. Sofort abgelehnt. Naja, ist es nicht traurig, wenn zwei Mädchen jede Woche alleine auf eine Fahrt gehen? Nun, es ist immerhin ein Auto für zwei Personen. Das ist eigentlich nicht das Problem, oder? Ach, naja, lass uns einfach sagen, wir sind Verbündete in der Einsamkeit. Es schmerzt, das zuzugeben, aber ich habe dem nichts entgegenzusetzen. Etwa zu der Zeit, als die so hoch stehende Sonne sich langsam auf den Horizont zubewegte, wurde alles, was man sehen konnte, in Orange getaucht. Und wieder einmal fuhr der Yunus weiter. Wir hatten am Strand gespielt und nahmen jetzt den schnellsten Weg nach Hause. Heute war ein lustiger Tag, dachte ich, während ich das Lenkrad umfasste. Aber in letzter Zeit bist du nicht mehr hingegangen, richtig? Also zur Kirche. Hä? Nur damit du es weißt, Chihiro-chan ist deswegen ziemlich mürrisch. In letzter Zeit will Onee-chan einfach nicht kommen, hat sie gesagt. Sag, warum zeigst du dich dort nicht ab und zu mal? Es ist in Ordnung. Und ich habe es vorher nicht schon mal gesagt, oder? Dass ich von Anfang an nur eine falsche Katholikin war.
だから大丈夫なのよ。Deswegen ist es in Ordnung. Himeko? Himeko? さて、そんなわけで来週もドライブ決定ね。Also, ist es beschlossen, dass wir nächste Woche wieder auf eine Fahrt gehen, stimmt's? Ah, 今度はお弁当も持ってこようか。Ah, warum bringen wir nächstes Mal nicht unser eigenes Mittagessen mit? そんで、今日よりも遠くを目指してみましょうよ。Und lass uns dann noch weiterfahren als heute. はいはい、わかったわよ。しょうがないから付き合ってあげる。Gut, gut, ich verstehe. Dir ist einfach nicht zu helfen, also werde ich mitkommen. Arigato! Sasuga Shinyou ne! Danke dir! Wie zu erwarten von meiner besten Freundin. Himeko 05. Krankenhaus. Sore kara 1 shoukan mo. Das war gerade wieder die Stimme der etwas Erwachseneren oder aus der Erinnerung sprechenden Himeko gewesen. Dieses und eine Woche später. Aber wie es weitergeht, werden wir dann erst in der nächsten Folge erfahren. Ich weiß nicht, am Ende der letzten Folge hatte ich ja vermutet, dass es Himeko erwischen wird. Das bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, weil Himeko weiß, genauso wie ihre kleine Schwester ja im Prinzip, um die Verhältnisse in dem 7. Stock. Meine Vermutung geht jetzt vielleicht sogar eher in die andere Richtung, dass es Yuka sein wird, also die beste Freundin, die die Krankheit abbekommt und dass eventuell Himeko dann doch wieder dazu übergeht oder eben die kleine Schwester Chihiro dann die Betreuung weiterzumachen, solange sie eben noch im Krankenhaus ist und wo sie dann auch Setsumi kennenlernen. Ich weiß es nicht genau. Es kann noch in alle Richtungen gehen, also ja, diverse Szenarien, die sich da gerade im Kopf breit machen. Und ich schätze mal, dass wir es jetzt, weil dieses Prolog-Teilkapitel hier nicht umsonst Krankenhaus heißt, dass wir jetzt eine Woche später zu der eigentlichen Verabredung, wo es wieder zum Drive gehen soll, das Ganze ins Wasser fällt, aber nicht wegen Regen oder dergleichen, sondern weil es eine diverse Diagnose gibt. Ist nur die Frage, bei wem diese Diagnose vonstatten gehen wird. Das und mehr erfahren wir dann in der nächsten Folge. Bedanke mich wieder fürs Zuschauen bis hierher. Und ja, bei der Sache mit dem ohne Navigationsgerät und eine Karte wenigstens mitnehmen, ist mir noch, das hat so ein klein bisschen meinen Verdacht aus dem Ende der letzten Folge, so ihr es gehört habt oder vielleicht auch übersprungen habt. Deswegen habe ich es hier nicht nochmal ein bisschen bekräftigt oder ein bisschen unterstrichen, mich darin nochmal weiter bestärkt. Das wollte ich auch noch ganz kurz anfügen. Tja, aber damit jetzt wirklich an der Stelle hier Schluss und Matane, bis zur nächsten Folge. Tschüss.